Hallo, hier ist Frank und Mot von Ausgewandert nach Thailand mit 40. Hallo Mot, wie geht's? Sehr gut, Frank. Ja, heute in unserem Video wollen wir mal ein bisschen über Sprache reden. Ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen, wie, sagen wir mal, normale Ausländer-Thai-Beziehung funktioniert, weil die Sprache ist ja doch eines der wichtigsten Dinge. Immer lustig, wenn hören du falsch reden, ja? Ja, die Ausländer versuchen natürlich Thai zu lernen. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die man absolut falsch machen kann. Alle lachen zu dir immer. Ja, das ist richtig. Aber guck mal, auch die Frauen. In der Regel ist ja so, dass die nur ein bisschen Englisch können. Ja. Deutsch sprechen die meisten gar nicht. Das heißt, die Kommunikation zu Hause wird schon schwierig. So. Und du weißt, Deutsch ist eine sehr, sehr schnelle Sprache. So, und dann versteht die Frau natürlich nichts, der Mann versteht nichts. Oh, du immer sehr schnell reden. Ich hab immer schon gesagt, musst du langsam, ja, schon langsam. Immer wieder vergessen. Das ist für mich schon langsam. Zum Beispiel, wenn ich rede ja schon langsam mit dir. Wenn ich jetzt mit anderen deutschen Leuten rede, ist es noch schneller. So, oder guck mal jetzt auf der Arbeit, wir reden nur Englisch zusammen. Das ist noch mal viel schneller. Aber ich immer manchmal, wenn ich gerade ausstehe, dann du schnell reden, ich auch nicht verstanden. Ja, das kam natürlich vor. Und deswegen stelle ich mir das bei anderen Beziehungen mit anderen Paaren relativ schwer vor, weil man eigentlich permanent aneinander vorbeispricht, oder? Ja, viele Ausländer versuchen natürlich jetzt Thai zu lernen. Was heutzutage eigentlich nicht mehr so schwer. Es gibt interessante Online-Angebote, es gibt viele Bücher und man kann das natürlich lernen. Aber man lernt es halt nur, wenn man diese Sprache natürlich auch spricht, jeden Tag. Ja. Zum Beispiel bei uns ist es ja schwierig, wir reden auf Deutsch zu Hause. So ein bisschen Mischmasch mit Thai, ein bisschen Mischmasch mit Englisch. Warum? Weil wir eigentlich diese Worte, die wir sagen wollen, schon wissen. Also egal, ob ich was falsch sage in Thai, du würdest es trotzdem verstehen, weil du schon aus der Erfahrung weißt, was ich sagen möchte. Ja. Yeah. So, und das ist natürlich, wenn du eben überhaupt diese erst kurze Zeit zusammen bist, ist das natürlich schon schwierig. Ja. Yeah. Ich habe mir damals in Amerika ein Buch gekauft, Thai for Lovers. Hier sind all die wichtigen Sachen drin, die ich eigentlich lernen wollte, wo ich dich schon kennengelernt habe. Du warst immer reden mit mir. Ja, das ist gut. Guck mal. War ich immer nicht verstanden. Ja, aber hier sind all die Sachen drin, die man so braucht. Wenn man jemanden kennenlernt, wenn man sich neu verliebt, wenn man zusammen essen gehen möchte. Okay, wenn man sich streitet, die haben auch die Sachen drin, so, ja, ich mag nicht mehr mit dir. Ich will mit dir nicht mehr zusammen sein und alle, also wirklich ganz, ganz viele Geschichten drin. Und wenn es dann mit der Beziehung nicht mehr so klappt, gibt es auch gleich gute Hinweise zur Scheidung, gibt gute Hinweise zum Nightlife. Das heißt, wenn die Ehefrau mal weg ist, dann stürzt man sich natürlich nicht mehr in die nächste Ehe und nächste Beziehung, sondern dann ist man nur noch mit dem Mädchen zusammen. Ja, das ist gut. Das findest du gut? Warte mal. Nee, ich glaube nicht, dass das passt. Aber wie gesagt, es gibt viele, viele Wege, wo man Thai lernen kann. Wenn du planst, wird er wen kennengelernt, andere Frau oder? Das glaube ich eher weniger. Zwei Frau. Nee, eine reicht mir schon vollkommen. Ja, das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video, dass die meisten Thai-Leute oder Thai-Männer, mit denen ich rede, und die fragen mich, ja, wie viele Frauen hast du, wie viele Freundinnen hast du? Und dann sagt man ja, eigentlich habe ich nur eine. Dann schauen die mich immer an, als wenn ich behindert wäre. Weil das eigentlich in Thailand überhaupt nicht üblich ist, dass man nur eine Frau hat oder eine Freundin. In der Regel hat man ja viele, viele andere Nebenfrauen noch. Eine genug Kopfmesse. Ja, natürlich, Schatz. Aber das wird mal ein Thema noch vielleicht für ein späteres Video. Das ist unheimlich spannend, das ist unheimlich exotisch. Für mich, nee, eine reicht mir schon. Genug Kopfschmerzen. Eine zweite, eine dritte, um die man sich auch noch kümmern muss. Ich glaube, das ist nicht so meins. Du keine sei verkummen. Du nur eine. Das ist genug, ich glaube. Dankeschön. Ja, wir haben euch mal ein paar Beispiele zusammengeführt. Das ist so unsere persönliche Highlight von Dingen, die ich immer falsch sage, wo es dann immer ein Riesengelächter draußen gibt.
Mot weiß, was ich meine. Ja. Aber wenn man das mit fremden Leuten, schaut euch mal die Beispiele an, das ist extrem lustig. Das geht immer schief. Andere Leute haben nicht verstanden, was du meinst, aber ich verstanden. Ja, du solltest mich auch verstehen. Hier zum Beispiel so ein wunderbares Beispiel. Wohin gehst du? Was sag ich immer? Bei Dao. Bei Dao. Wie sagt man das richtig? Bei Nai. Was ist denn der Unterschied zu Bei Dao? Bei Dao, das ist, du bist bei Sky, bei oben, bei Mond. Ja, aber ich will wissen, ob du zum Mond gehst. Nein. du immer falsch reden. Okay, das heißt, ich will nicht zu den Sternen, sondern ich will wissen, wo du hingehst. Ja, du bist fahren zu mir, bei Nai. Aber ich verstehe dich doch, weil du immer 100 Mal sagen, bei Dao, bei Dao. Oh, das nächste Beispiel. Ich sag immer, also ich will eigentlich gute Nacht sagen, sag aber meistens Lap Mu. Ich weiß nicht warum, das ist bei mir so einfach im Kopf drin. Vielleicht du gerne Lap Mu, Lap Kai. Das Essen. Das ist Essen. Ja. Ich denke also immer ans Essen, wenn ich bei dir denke. Ja. Und wie wäre es richtig in Thai? Fandina. Fandina, ja. Fandina, wie schlafen gut. Ich weiß es. Oh, du gute Nacht. Ja, ich weiß es eigentlich, aber ich sage es immer falsch. Ja, warum nicht reden, Fandina? Warum reden immer Lap Mu? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich dir das sagen. Aber ich weiß es leider nicht. Verrück. Kein Geld. Das ist ja das, was ich sehr gerne sage. In jeder Gelegenheit draußen, wenn Leute fragen oder wenn ich was einkaufen muss, unbedingt, wenn wir Urlaub machen, die Leute kommen immer, willst du nicht bei mir schwimmen, willst du nicht bei mir Jetski fahren, willst du nicht Fahrrad fahren? Ich sag immer, Mai Min Yen. Hä? Mai Min Yen. Ich habe kein Geld. Die Leute schauen mich immer an wie ein Auto. Lachen. Und lachen, ja, manchmal lachen sie. Dann Mai Mi Ngen unten, nicht oben. Mai Mi Ngen. Ngen unten. Aha. Da wenn du Mai Mi Ngen oben, das anders bedeutet. Was denn? Ja, Tang, 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 pung, pung, pung. Pung? Pung, pung, pung. Aha. Und question mark. Aha. Selber alleine denken, ich sage. Keine Ahnung. Mein Ingen. Na gut. Das heißt, ich möchte keinen Sex haben. Ja, genau. Mein, das schlechte Wort. Darf man nicht sagen. Ja. Deswegen schauen mich die Leute immer so komisch an. Nicht ordentlich. Oh, das ist auch ganz, das sage ich auch immer sehr häufig. Das ist auch sehr, sehr schön. Zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst im Supermarkt, die haben ja immer Sonderangebot. Die wollen dir immer alles Mögliche verkaufen. Mhm. Manchmal nehmen sie dir sogar was aus dem Korb weg, was du schon eingesammelt hast. Und sagen, nein, Sir, das brauchst du heute nicht, heute gibt es was anderes. Dann sage ich, nein, ich will das nicht. Also für mich, Pom, my shop, au cap. Dann schreien sie erstmal alle los, die gesamte Kasse schreit erstmal. Und ich schaue dann mich so um und sage, ja, entschuldige bitte. Quatsch. Pom my shop au cap. Also ich möchte das nicht. Was richtig? Ja, was ist denn richtig? Richtig, pom my shop cap. Aha, also oder auch wieder irgendwas mit Sex. Wenn du sagen, pom my shop au cap, das ist, ich bin nicht Sex. Kopf. auch bedeutet Thai anders. Aber auch so eher so ein schlechtes wie, Wort. Wie Dorf, Leute. Ja, ja. Aber man würde es verstehen. Bum, bum. Verstehen, ja. Aber man versteht es falsch. Du zusammen, chop au. Chop au, das ist au du win. Will ich aber nicht. Genug, ne? Schon gar nicht im Supermarkt. Mhm. Ah. Das sage ich zu dir auch immer. Du immer fragen zu mir. Bist du satt? Also nach dem Essen fragt man doch immer so, bist du satt? Hat es dir geschmeckt? Ah. Was sage ich? Kun set mai. Wieder falsch. Ich habe schon gesagt zu dir, du lernst zu Hause geht, aber bei draußen bitte nicht laut fragen. Ich schäme Leute. Ja, warum denn? Kun set mai, das ist anders.
Das hat auch wieder irgendwas mit Sex zu tun. Ja, ja. Nochmal, im Lao Chai Mai, Kun im Lao Chai Mai, Kap. Okay. Aber ich kann auch sagen, Kun Set Mai. Kun Set Mai, das ist. Okay, okay, ich verstehe. Und das, was ich öfter zu dir sage, wenn du hier 3 Stunden brauchst, um dich anzuziehen am frühen Morgen, nochmal weitere 3 Stunden für Schminke, Gold anziehen, 20 Minuten aussuchen, welches du anziehst, ganz genau. Suchen, Kleidung, halbe Stunde ungefähr. Schminke, 1 Stunde, Haare, halbe Stunde. Ja, dann sage ich immer zu dir, Kun Madame. Du meine andere, ich weiß. Madame. Ja, das ist wie ne? Madame Thailand, das ist wie kleiner Hund, Hund, Schwarze. Schwarzer Hund? Ja, schwarzer Hund. Aber die Leute würden mich verstehen. Verstehen doch, Madame. Aber die würden denken, ich meine den Hund. Du, Madame, du extra langsam reden. Wenn Madame, das ist verstanden. Aber ich sage Madame. Madame, anders. Kun. Also müsste ich in Zukunft sagen, Kun, Pen, Kun, Nai, Mak. Ja. Würdest du das verstehen? Zum Beispiel. Ja, verstehen, wie Madame. Das würdest du verstehen. Du würdest dich erstmal wundern, warum ich das Wort überhaupt kenne, weil ich sage seit 100 Jahren schon, du bist eine Madame. Kun Madame. Lustig. Obwohl deine Haut ist gar nicht so dunkel. Ja. Ich bin Madame. So, das ist auch mein Lieblingssatz. Du bist sehr schlau. Das sage ich zu dir auch ein paar Mal. Warum? Weil du natürlich immer hintenrum reden und nicht genau so, ne? Sondern immer so. Dann sage ich dir immer, du bist sehr schlau. Dann Kun Salat Mak. Salat, das ist Salat. Vom Essen. Ja, Essen. Salat, wie Papaya Salat. Oder wie Salat. Aber du würdest mich schon verstehen. Ich verstehe, aber andere Leute vielleicht nicht verstanden. Wie heißt das richtig? Salat. Also Kun Salat Mak. Kun Salat Mak, nicht Salat, ne? Ich finde Salat viel lustiger. Es ist lustig, dass ich du wie ein Papaya Salat. Nicht unbedingt. Noch so ein kleines Ding vom Einkaufen. Ich trinke gerne Milch, ne? Also sage ich, wenn ich das nicht so in den Korb einpacke, sondern hier, ich möchte eine große Milch. Pom Shop Nom Yai. Ja, die Bedienung manchmal im Restaurant schaut schon komisch. Ich habe aber bisher noch keine hinter die Ohren gekriegt, außer von meiner Frau vielleicht. Aber das ist nur, weil ich es falsch gesagt habe, nicht, weil ich es falsch gemeint habe. Pom Shop Nom Kuat Yai. Das ist richtig. Da fehlt nur ein kleines Wort. Mit Verkäuferin sagen, dass sie bringt sofort Nom Kuat Yai für dich. Vielleicht mag ich aber auch ihre anderen Nom. Ja. Und dann? Also ist ja der Pom Chop Nom Yai, ne? Das gute Wort, oder? Nee. Au! Also in Zukunft Pom Chop Nom Kuat Yai. Ja, genau. Aber wenn ich es mir nicht merken kann, kriege ich wieder einen bösen Blick von dir. Ja. Oder ein paar Leute lachen über du mich. Du kannst mit mir gehen, aber du kannst nicht bei anderen Frauen. Verstanden? Ich verstehe. Mhm. Jawohl, Chefin. Das verstehst du gut. Ja. Ja, dasselbe passiert natürlich beim Bier auch. Mhm. Wenn man im Restaurant ist und sagt, oh, ich hätte gerne ein kleines Bier. Bom Cho Chang Noi. Weil das Bier heißt ja Chang und wenn man gerne Chang trinken möchte, würde ich sagen, Bom Cho Chang Noi. Pom Chop Bier Chang Noi. Oder Pom Chop Bier Chang Kuat Noi. Ja, aber was ist denn der Unterschied zwischen Chop Chang Noi und Chop Bier Chang Kuat Noi? Anders. Anders bedeutet. Ja. Zum Beispiel, du Pom Chop Chang Noi, das heißt, du bin Gatei. Ja, gibt ja ganz nette Jungs. Ach so, okay. Das heißt, die Leute schauen deswegen vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn du im Restaurant ein kleines Bier bestellst und du sagst denn, du möchtest einen kleinen Chang Noi haben. Du willst Chang Noi. Will ich eigentlich nicht. Doch. Ja, liebe Zuschauer, das soll es für heute auch wieder gewesen sein. Du hast Spaß. Ein paar lustige Teilsachen. Wie gesagt,
bei uns, glaube ich, kann man kein professionelles Thai lernen. Ich habe das meiste so aufgeschnappt oder von meinem Buch gelernt. Mhm. Du hast Deutsch gelernt von deiner Mutter, von deiner Familie und in Deutschland. Da wird es nicht so schwierig. Nicht wirklich gut, ja, aber geht. Für die Kommunikation ist es für uns relativ einfach, weil wir zumindest mal das groß verstehen, um was es geht, was wir wollen von uns. Und damit ist es entspannt. Ja. Ja, und dann, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal, schaut die nächsten Videos an. Wir freuen uns auf euch. Ja. Pandina oder Lap Mu? Lap Mu. Tschüss. Bye, bye.